Good evening. I love you. I hate Merkel. I don't know her. She's great. Das ist meine Show. Die Trump-Show. Stopp, stopp. Nein, nein, nein. Das ist doch... Aufhören. Ich wurde für eine Kabarett-Sendung gebucht. Nein, das ist auch nicht die Trump-Show. Das ist die Anstalt. Entschuldigung, ja. Mr. President, das hier ist Platz für politische Satire und nicht für Polit-Clowns. What? But I'm funnier than you. Entschuldigung. Mr. President, Sie sind nicht lustig, Sie sind lächerlich. Das ist ein Unterschied. Wahrscheinlich ist er immer noch nicht darüber hinweggekommen, dass weniger Menschen bei der Amtseinführung waren als bei Obama. Oh. Das ist Fake News. Meine Amtseinführung war die bislang größte. Ja, genau. Nein, das stimmt nicht. Bei der ich je war. Okay, das... Es gibt Fotos von Ihrer Amtseinführung, ja, und von der von Obama. Ja. Da waren weiße Platten verlegt. Darauf sieht man Schwarze viel besser. Okay, Jesus Christ. Entschuldigung, Mr. President, die Fakten sprechen eine andere Sprache. Ja, deshalb versteht er sie wahrscheinlich nicht. Lucy Riot hat er ja auch nicht richtig verstanden. Ja. Listen, I'm a president zum Anfassen. Ja. Ich habe mich entschuldigt. Aber I promise, ich werde es nie wieder tun. Oh, haben das alle gehört? Donald Trump wird nie wieder Frauen zwischen die Beine fassen. No, honey, ich werde mich nie wieder dafür entschuldigen. Okay, das... das was jetzt? Ja, dann verstehe ich auch, was Sie mir gerade schreiben. Sie schreiben wirklich, dass Sie mir Ihren Trump Tower zeigen wollen? Okay. Ich habe nicht getwittert. Meine Hände waren die ganze Zeit über den Tisch. Okay. Das ist, was ist, dieses... Wow. Stop it, please. Das ist Ihre Show, ja, jetzt übernehmen Sie bitte dieses ekelhafte Zeug. Ich weiß nicht, was der da vorhat. Mr. Trump, wenn Sie... Hallo? Ja, what? Ja, Sie sind dran. Sie sollten mal etwas Positives berichten. Seit ich Präsident bin, gibt es keinen Klimawandel mehr. Okay. Ja, aber nur auf der Homepage vom Weißen Haus. Das ist doch... Und America first. Umweltschutz weiter hinten. Aber um Ihren eigenen Golfplatz in Schottland haben Sie trotzdem eine Mauer gebaut, weil Sie Angst vor dem steigenden Meeresspiegel hatten. Gibt's ein Problem auf dieser Welt, wo Sie nicht sagen, das lösen Sie mit Mauern bauen? Funny, was habt ihr Deutschen gegen den Bau einer Mauer? Ja, da sind wir sehr dagegen. Da haben wir schon unsere entsprechenden Erfahrungen mitgemacht. Ja, eben. Und was ist mit der Mauer um die Festung Europa? Ja, das ist ja jetzt in dem Sinne keine Mauer. Nein. Das ist ja mehr ein natürlicher Wassergraben. Ja. Was ist mit der Mauer in Griechenland und in Ungarn? Nee, was steht das, da rum? Mr. President, das ist ein Zaun. Ja. Ein Zaun, keine Mauer. Ja. Und das ist natürlich auch viel menschlicher, weil man durch den Zaun hindurch sehen kann, wo man nicht hinkommt. Ja, ja. Außerdem sind an Ihrem Grenzland zu Mexiko bereits 6000 Menschen verhungert und verdurstet, Mr. President. So. What? Mein Zaun? Wer hat ihn gebaut? Okay, Bill Clinton hat ihn zuerst gebaut. Aber das und wer hat ihn hochgerüstet? Bush war es, genau, der Bush war es. Und? Obama. Und wer hat nicht dagegen protestiert? Wir waren I can't hear you. Wir. Aber wir protestieren dagegen, dass sie vorhaben, Millionen von Mexikanern abzuschieben. Genau, Obama hätte das nie gemacht. Niemals. Niemand. Listen, Obama hat über 2,5 Millionen abgeschoben, mehr als jeder andere Präsident. Und wer hat nicht dagegen protestiert? Wir. Ja, aber Moment mal, also trotzdem ist es, was Sie da vorhaben, Menschen in Not einfach abzuschieben, das ist unchristlich. Genau, sag Sie. Interesting, woher kommen Sie? Aus Bayern, wieso? Ach so, ja, na, das können Sie jetzt hier nicht vergleichen. Genau. Hier in Bayern kämen wir doch nie auf die Idee, einen fremdenfeindlichen Populisten als Landesvater. Okay, Mr. President, Sie sagen immer, make America great again. Aber wenn Sie Leute abschieben, machen Sie dann nicht America small again? So small wie Ihre Hände? Und keine Leute mehr reinlassen wollen. Ich sag nur, Muslim ban. It's not a Muslim ban. Oh, natürlich nicht. Sie haben ja nur Einreisestopps verhängen wollen gegen 7 Länder mit einer hauptsächlich muslimischen Bevölkerung.
Und Obama hätte das nie gemacht. Ah ja, ja. Das ist noch... Right, nie. Der hat sie gleich bombardiert. Jemen, Libyen, Syrien, Irak. It's a terrible, terrible mess. Werde ich alles anders machen. Was? Anders? Oh. Warum? Sie werden aufhören zu bombardieren, Mr. President? Nein, ich passe auf, dass die Leute vor den Bomben nicht mehr weglaufen können. Muslim ban, oh, den hätte man schon früher machen sollen. Dann wäre Barack Hussein Obama niemals Präsident geworden. Lass mal Obama in Ruhe. Ja, eben. Wirklich, Obama ist Friedensnobelpreisträger. Ja. Listen, Sweetie. Obamas Regierung hat allein 2016 über 26.171 Bomben geschmissen. 3 Bomben pro Stunde. By the way, ab wie viel Bomben pro Stunde gibt's den Friedensnobelpreis? Argumente? See, that was... You see, that was funny, you so-called comedians. Ich bin viel lustiger als ihr. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, das war lustig. Ja, das nein, mit dem stimmt was nicht. Der ist lustig, ja. Der kennt die Zahlen, der kennt die Fakten. Da ist doch irgendwas nicht... Gar unter uns? Ist das wirklich Donald Trump? Ich hab das Gefühl, der, er ist nicht er selbst, da steckt irgendwer dahinter. Hinter mir steckt niemand. Ja, ich bin der Präsident. Okay. Ich bin der real Trump. I'm the real Trump. Kommen Sie zurück in the office. Niemand, verstehen Sie, niemand steckt hinter mir. I'm no puppet. You are the caricature. Herr Uthoff. Wusste ich's doch. Es ist nicht das, wonach es auch. Was soll's? Sie haben es verdient, gegen Trump argumentativ zu verlieren. Ihre Argumentationskette war ja geradezu kindisch. Meine Argumentationskette war nicht kindisch. Oh doch, kommen Sie, wenn Sie schon die Mauer zu Mexiko kritisieren, ja, dann müssen Sie auch freie Fluchtwege, offene Fluchtwege nach Europa fordern. Wenn Sie zu Recht den Muslim-Ban kritisieren, ja, dann möchte ich aber auch ein paar kritische Worte über Angela Merkels schmutzigen Türkei-Deal hören. Und was war eigentlich mit dem Argument, dass inzwischen in Amerika schon mehr Menschen durch weiße Rassisten gestorben sind als durch radikale Islamisten? Was? Ja, was wollen Sie, dass wir jetzt aufhören, Trump zu kritisieren? Nein, aber Sie sollen noch viel radikaler werden in Ihrer Kritik. Wir stehen gegen alles, wofür Trump steht. Wie radikal sollst du noch werden? Ach, wofür steht er denn? Trump ist gegen Muslime, also sind wir für Muslime. Für Muslime. Und Trump ist gegen Frauen, also sind wir für Frauen. Für Frauen. Jawohl. Und Trump ist gegen TTIP, also sind wir für TTIP. Hä? Wir sind für TTIP? Ja, wir sind ja gegen Trump. Ach so. Ja, Trump ist ja auch für Entspannung mit Russland. Jawohl, und wir sind gegen eine Entspannung mit Russland. Ja. Wir sind gegen Entspannung? Wusste ich nicht. Ja, Sie wollen ja nicht für Trump sein, oder? Nein. Trump ist ja auch gegen das Establishment. Ja, deswegen sind wir für das Establishment. Was? Wir sind für? Wir sind als Kabarettisten? Jawohl. Moment, Sie kochen aber auch nicht auf allen Platten. So war das mit mir nicht abgesprochen. Da mache ich nicht mit. Also, ich fand doch, das war ein Typ. Nein, Herr Funkbach. Kommen Sie, das ist doch nicht... Funkbach. Entschuldigung. Alles... Sie Trump-Versteher! Ist ja unglaublich. Gegen den amerikanischen Präsidenten zu sein, ist jetzt oberste Bürgerpflicht. Hä? Gegen den amerikanischen Präsidenten sein, das war früher purer Anti-Amerikanismus. Ja, das war früher. Heute, wenn Sie den amerikanischen Präsidenten angreifen, verteidigen Sie den freien Westen. Jetzt verstehe ich... Wo war die Tür? Nein, Sie bleiben schön da, Herr Spitzer. Ja, ich bleib. Nein, das haben Sie angerichtet mit Ihrem Radikalismus. Der Widerstand gegen Trump bröckelt. Ihr steht Ihnen ganz recht, weil Sie sich niemals mit den Verhältnissen auseinandersetzen. Wir haben uns mit Trumps Verhältnissen auseinandergesetzt. Mit Cindy, mit Samantha, wie auch immer, die noch anderen. Nicht. Springer. Die Verhältnisse. Springer. Die Verhältnisse. Das ist das Hinreißende an Trump, dass die Verhältnisse mit ihm endlich die hässliche Visage bekommen, die sie verdienen.